toll beigebracht, wie wir ein R-Gerät, also ein Rückruf. R-Gespräch, kenne ich auch noch. Du aber nicht, ne? Kennst du noch R-Gespräch? Da bin ich raus. Nein, R-Gespräch war früher, da konntest du anmelden und der Empfänger musste zahlen. Ach, das ist aber eine schöne... Ja, in den Staaten gab es das auch noch länger als hier in Deutschland. Und zwar, als ich früher in Hannover immer in Ferien war und wir noch auf Borkum wohnten, da musste ich jeden Abend bei der Hauptpost antanzen mit 2 Mark. Die musste man hinterlegen, ne, weil da ja erstmal diese Verbindung zustande kommen musste und so. Und dann konnte man reden, so viel man will. Das ging dann auf die heimatliche Telefonrechnung. Und das war meinen Eltern... Ja. Ja, es war meinen Eltern ziemlich egal. Nur das Problem bei uns in 11 Jahren, dann hatten wir gerade kurz Englisch. Wir wussten gar nicht, wie machen wir das jetzt. Okay, ist ein Telefon, ein schwarzes, großes, englisches Telefon. Nicht so eins, wie ich hier habe. Nicht so eins, wie ich hier habe. Ich habe ja hier noch ein historisches. Ja, das war aber ziemlich historisch, dieses Telefon. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir waren toll untergebracht, den tollsten Grandpa gehabt, der ein altes schwarzes Taxi hatte, der hat uns kreuz und quer gefahren. Wir haben dann auch ein paar Pfund mitgekriegt von unseren Eltern, die wir eigentlich für was Schönes ausgeben sollten. Nur wir haben relativ als Kinder festgestellt, England und Essen, das funktioniert nicht. Wir haben das meistens im Supermarkt geschafft, das ganze Geld. Also war damals auch schon Standard Fisch und Chips oder was? Ja, aber die waren auch schrecklich. Aber das Schönste war, wir haben dann gedacht, ach, das ist wie bei uns in Deutschland, wenn wir Kaffee trinken haben, dann gibt's Kuchen. Also wir sind dann auch artig an den Kaffeetisch gekommen und haben dann gedacht, jetzt gibt's doch Kuchen. Ja, Tee gab's, das war auch okay. Aber dann stand dann Dip mit Porridge stand. Und das war Kaffee trinken bei dem Tee trinken. Das war ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Aber jetzt die Frage zum Thema Mut. Das war ja eigentlich nicht dein eigener Mut. Du wurdest da ja einfach mit in diese, du bist da ja mitgeschwommen sozusagen, ne? Ja. Hat dich das denn geprägt irgendwie? Hattest du danach irgendwie mehr Reiselust oder warst du irgendwie selbstständiger oder was? Wie kann man das sagen? Ich würde sagen, manchmal muss man in dem Mut, auch wenn man jeder, ich bin's auch, manchmal feige ist, muss manchmal in den Mut reingestupst werden. Mhm. Dann ist okay. Es gut. Okay, interessante Geschichte. Und so mal einfach ins Ausland gehen, würdest du, ich meine, gut, wir sind ja, ich meine, du bist ja viel jünger als ich, aber würdest du das bringen, jetzt nochmal außer Frankfurt, Berlin, Hannover nochmal irgendwas anzureißen? Mein größter Traum wäre, aber da bin ich auch als bekennende farbliche Politikerin bin ich eigentlich, muss ich sagen, mein Traum wäre gewesen, mal in die Antarktis. Ja, warum kannst du den Traum dir nicht erfüllen? Nein, weil ich jetzt festgestellt habe, man könnte da mit einem Service-Team losziehen, also mit Wissenschaftlern. Musst du eine Ausbildung, ist auch okay, aber so eine Rundreise, die es ja tatsächlich heute gibt im Eis durch die Antarktis, das ist unheimlich umweltverschmutzend. Und das kannst du mit deiner politischen Gesinnung nicht vereinbaren? Kann ich nicht vereinbaren mit Verstehe mir. Verstehe ich. Weil das ist Umweltverschmutzung und unsere Arktis geht sowieso schon schlecht genug, also will ich kein Teil sein, die davon teilnehmen. Verstehe ich. Alles klar, liebe Sabine, vielen Dank, dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute, wir beide wünschen dir alles Gute. Alles Gute. Und vielleicht gibt es ja nochmal ein anderes Reiseziel, irgendwas Spektakuläres, wo du sagst, das mache ich einfach nochmal. Ja, ich will nach Island zu meiner Freundin. Ja, das ist ja nicht so spektakulär. Ich dachte eher so. Doch, für mich schon. Ja? Ja, schon. Warst du schon da? Nee, deswegen kann ich ja sagen, dass es was Spektakuläres wäre. Ja, aber ich war auch noch nicht da. Okay, alles Gute und viel Glück dir, ne? Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Wir haben uns gefreut, dass du angerufen hast. Tschüss. Gerne. Tschüss. Tschüss.
Also in 2 Minuten könnt ihr dann anrufen, wenn ihr das Buch haben wollt, Sternstunden, die Karten meines Lebens. Ja, ich wollte natürlich jetzt auch mal, ich habe auch eine E-Mail gekriegt, ihr könnt mir ja auch eine E-Mail schreiben unter silko@silvicollin.de. Und da hat eine, weil ich ja vorher schon den Aufruf gemacht hatte, hat eine Marion geschrieben, ihr Mann hat sie verlassen und seitdem hat sie auch der Mut verlassen, irgendwo zum Beispiel alleine hinzugehen. Dazu möchte ich jetzt mal Folgendes sagen. Liebe Marion, du hast jetzt ja auch nicht den Mut anzurufen, aber immerhin hast du geschrieben. Wollen wir uns mal darauf einigen, dass du gar nicht mehr sagst, mein Mann hat mich verlassen, sondern dass du jetzt mal langsam sagst, wir haben uns getrennt. Na, weil das hört sich so dramatisch an. Und ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die sind verlassen worden, aber wenn ich die mal frage, so ganz ehrlich, hättest du das nicht irgendwann auch selber gemacht? Oder hattest du vielleicht nicht den Mut, den Anfang zu machen und sagst jetzt, er oder sie hat mich verlassen? Und da geben die meisten mir natürlich recht. Und deswegen wollte ich dir sagen, liebe Marion, du brauchst auch den Sprung ins kalte Wasser. Geh einfach mal irgendwo alleine rein und dann wirst du sehen, beim zweiten Mal ist es ganz einfach. Als ich das erste Mal im Fernsehen war, ich nenne jetzt den Sender nicht, ne? Da war ich hatte eine Stimme, meine Stimme hat sich überschlagen, ich dachte, ich fange gleich an zu heulen. Das war ganz furchtbar und wir mussten diese Szenen immer noch mal machen, das war in einer Wohnung, die Beleuchtung war irgendwie, da war irgendwas mit der Beleuchtung und dann hat es angefangen zu regnen, dann war es ganz dunkel, dann mussten wir das noch mal machen und noch mal machen. Und ich weiß, ich musste immer zur Tür gehen, werde ich nie vergessen und immer sagen, Frau Neumann, schön, dass es geklappt hat. Zu dieser Frau Neumann, die jetzt 7 oder 8 Mal geklingelt hat. Es war grausam. Das nächste Mal wusste ich vorher nichts. Sie haben mich mittags angerufen, ob ich in eine Abendsendung kommen will. Man darf gar nicht so viel über die Dinge nachdenken. Man muss spontan einfach sagen, so, das mache ich jetzt. Und Marion, ist es der Anfang. Geh einfach mal, versuch das einfach mal. Und du wirst sehen, beim zweiten Mal klappt es schon. Es ist 2021. Was ist jetzt mit dem Buch? Will das keiner haben? Doch, du. Ich nehme es auf jeden Fall, aber die liebe Karin ist in der Leitung. Ja, aber die hat ja Probleme mit dem Vermieter und die will ja nicht das Buch haben. Ja, wir sprechen mal mit Karin. Hallo Karin. Ja? Was hast du denn für eine Geschichte zu erzählen? Ja, eigentlich wollte ich wissen, wie es in meiner weiteren Zukunft wieder ist. Was gibt es denn für Probleme? Naja, ich habe so einen kleinen Second-Hand-Laden. Und? Ich habe so einen kleinen Second-Hand-Laden und bin nach 25 Jahren jetzt gekündigt worden. Mhm. Und das nimmt mir doch sehr viel Angst und so weiter. Und deshalb wollte ich mal fragen, ja, aber wie meine guck Zukunft mal, ja, aussieht. Guck mal, pass mal auf. Ich sehe ja gerade dein Alter und da sehe ich ja auch, dass du durch 7 teilbar bist. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, es ist ja ein Naturgesetz, dass man alle 7 Jahre Veränderungen hat. Und jetzt ist es leider bei dir auch so, dass du Veränderungen hast. Aber Veränderungen sind ja nicht immer Verschlechterungen. Ne? Der Mensch hat ja eine angeborene Angst vor Veränderungen, sagt aber, nein, das will ich nicht und das nicht. Und wenn er es dann gemacht hat, hat er gemerkt, er hätte das ruhig schon eher machen können. Und ich denke mal, ist deine Wohnung denn ganz gut? Ich meine, ist sie in der Nähe vom Laden? Ja. Kannst du denn du hast doch sicher Stammkunden, die zu dir die Sachen bringen, oder nicht? Nein, das ist nur so, das ist so ein Schock. Nach 25 Jahren bekommt man die Kündigung auf den Tisch quasi und das war's. Ich verstehe den Schock, aber ich verstehe, dass du jetzt einen Schock hast, weil du ja eben auch in einem Alter bist, wo man auch schwer wieder neu anfangen kann und weil das ja auch eben dein Leben ist. Das verstehe ich. Aber meine Frage ist trotzdem, hast du denn eine einigermaßen gute Wohnung und du hast auch sicher Stammkunden, die die Sachen zu dir bringen und die Sachen dort... Genau, genau. Ja, warum machst du das? Du kannst das doch in deiner Wohnung weitermachen. Du hast doch das sowieso angemeldet und du brauchst dafür doch... Kannst du das nicht vielleicht mal den Leuten sagen, so, ich kann das jetzt hier nicht mehr machen, aber ich kann zum Beispiel... Ja, das sag ich ja. Das guck mal, ich auch du könntest gesagt. Doch zum Beispiel sagen, samstags, Freitag, Samstag oder Montag, die 3 Tage in der Woche, könnt ihr zwischen 15 und 18 Uhr kommen und dann machst du dir so eine einfache Kleiderstange, hängst die Sachen dahin und dann versuchst du das da weiter zu verkaufen. Das wäre doch eine Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Das sind ja auch meist Kindersachen gewesen, Kinderwagen. Ja, aber da kommen doch auch sowieso, die Kinder kaufen ja, nicht selber. Ja, Du kannst ja. doch, du kannst doch die Eltern zu dir einladen, beziehungsweise die Mütter sind ja meistens diejenigen, und dann verkaufst du das weiter. Das ist ja noch nicht mal, dass du das schwarz machst, sondern du hast ja sowieso du bist selbstständig, du hast das noch nicht abgemeldet, du kannst das überall machen. Ja. Okay. Sag's mir nochmal dein genaues Geburtsdatum eben bitte. 18.03.46. 18.03.19. Ja, das passt doch genau. Du bist Mars. Also, du bist ja sowieso eine Kämpfernatur. Mach dir nicht so viele Sorgen. 9, 12, 22, 32. Ja, du bist mit Merkur. Du bist sehr intelligent, vielseitig, aber ein bisschen kopfgesteuert. Ne? Du rechnest zu viel. Sei mal ein bisschen gelassen. Denk an uns beide, an den Immo und an mich. Wir machen immer weiter. Er ist zwar noch jung, aber auch ich, guck mal, ich bin ja nicht viel jünger, nicht so viel jünger als du. Und ich arbeite auch weiter und irgendwie finde ich auch, selbst durch die Pandemie habe ich mich ganz gut durchgedingst. Und das schaffst du. Versuch mal darüber nachzudenken, wie du das am besten gestaltest, weil dann hast du auch was zu tun, dann hast du auch eine Aufgabe, wie du das zu Hause machen kannst. Und dann bist du auch nicht ständig mit dem Kopfkino in dieser Richtung, dass du da raus musst. Ja, und vielleicht ist es hinterher viel besser, weil du gar nicht die zusätzliche Miete hast. Ja, das stimmt. Na? Das ist wahr. Also wir drücken dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Nicht den Mut verlieren. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute. Danke. Jetzt liest du mir aber auch mal. Ja, aber jetzt will ich noch mal was von dir wissen. Möchtest du einen Schluck Wasser hier? Guck mal. Oh ja, gerne. Na? Jetzt will ich ja noch mal was von dir wissen. Du hast ja während der Pandemie ein Hotel als Manager eröffnet. Das ist doch obermutig. Das ist ja noch viel mutiger als alles andere. Sind denn da gleich Gäste gekommen oder wie war das? Es sind tatsächlich nach Hannover gleich Gäste gekommen. Ja. Also ein Blick auf die ganzen Hotelprojekte, die es hier in Hannover so gibt, der zeigt einfach, der Markt hier in Hannover ist super attraktiv. Und es ist ja auch nicht ich, der entschieden hat, hier ein Hotel zu eröffnen. Ja, aber du hast entschieden, das zu führen. Genau, mit meinem wundervollen Team, weil ich alleine eröffne natürlich kein Hotel. Da gehören ganz, ganz viele wundervolle Menschen dazu. Hast du genug Personal? Gott sei Dank, jetzt ja. Weil ich werde ständig, also ich weiß ja nicht, ob ich hier noch eine Rubrik einbauen kann demnächst. Ich werde ständig gefragt. Ich habe immer Leute, Selbstständige, die wie verrückt irgendwelches Personal suchen. Das ist ganz extrem. Ne? Also du hast genug. Ich habe genug, aber auch wir hatten natürlich mal die entsprechenden Durststrecken. Aber ganz klar, im Team meistert man die größten Probleme. Und man muss dann auch mal entsprechend den Mut haben, den Herausforderungen ins Auge zu schauen. Hannover, die Messestadt. Ja. Hatte ja, früher gab es ja die CeBIT, die große Messe, und die Hannover Messe. Jetzt gibt es ja nur noch die Hannover Messe. Die ist ja jetzt in den nächsten Tagen ausgebucht. Ausgebucht, am Sonntag großer Anreisetag. Mhm. Ja. Ist ja, Partnerland ist ja Indonesien, ne? Sieht man ja auch schon die ganzen Leute rumlaufen. Ich vermiete ja auch immer. Ne? Also ist ja keine Konkurrenz für dich. Ne? Ach so, wenn du mal über Buch bist. Ne? Wir sind ja direkt in der Nachbarschaft. Ich komme nächste Woche auf dich zurück. Dann kannst du mir, also jetzt habe ich ja, ne? Aber wenn du sonst mal über Buch bist. Ne? Außerdem, ich kenne ja immer welche, die noch irgendwie ein Sofa frei haben. Finde ich gut, freut mich für dich und freut mich natürlich auch für Hannover. Denn die ersten Messen nach der Pandemie, das war ja so eine Eierpartie, ne? Ja, wir wussten halt nicht, wie es angenommen ist, wie es sich entwickelt. Also wir hatten Messen, die haben sofort geknallt. Dann hatten wir andere Messen, da ist es nicht zum erwünschten Effekt gekommen. Aber dennoch muss man sagen, dass die Entwicklung und der Trend extrem positiv ist. Ne? Mhm. Gut, das ist schön. Du wolltest dir die Karten legen lassen? Ja. Ich habe es schon wieder vergessen, du hast es mir ja gesagt, aber schreibst du mir mal eben dein Geburtsdatum auf. Ja. So, das ist ja 31.07.1993. Oh, bist du jung. Das gibt's doch gar nicht. Aber du bist ja eigentlich auch ein Konservativer. Still in der, also sogar in, so in deinem Herzen. Also du bist gesund zwar, konservativ. Du bist zwar mutig und flippig und reisefreudig, aber es muss ja ein bisschen seine Ordnung haben. Das stimmt, ne? Das stimmt. So, jetzt mache ich hier nochmal eben schnell ein Pluszeichen zwischen 4, 11, 21, 30, 33. Venus, Kreativität, künstlerische Ambitionen, Hang zum Außergewöhnlichen.
mit Saturn bremst du dich manchmal aus. Du hast 1000 Ideen und dann gibt es manchmal auch so Phasen, wo du dann so, ja, nee, muss ich doch nochmal erstmal drüber schlafen. Hast du eine Freundin, eine Frau oder irgendwas ja, in der Richtung? Genau, die habe ich. Die hab und ich. Sagt die auch manchmal, eier nicht so rum? Nee. Doch, es kommt schon ab und zu vor, ja, doch. Okay. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil ich wieder noch nach Hause komme. Einmal mischen, bitte. Ja. Also wir haben gleich den Malte, aber der muss jetzt noch ein bisschen warten. Jetzt muss ich hier erstmal Immo gucken, ob er noch nach Hause kommen. Bei Immo gucken, ob er noch nach Hause kommen darf. Hier, guck mal, ganz professionell verbiege ich mir die Karten. Ich habe heute rote Karten, sonst habe ich immer blaue. Was darf ich denn machen? Was darf ich dir das wieder geben? Ja? Guck mal, heute alles Ton in Ton. Die Blumen, die Karten. Aber es gibt eine, die heimlich in dich verliebt ist. Weißt du das? Heimlich? Ja, sonst wüsstest du es ja. Okay. Ja. Hast du noch eine kleine Schwester? Nein. Schade, dann hätte ich ausweichen können auf die kleine Schwester. Ja, habe ich. Aber nein, das ist eine, das ist jetzt nicht deine Lebensgefährtin. Wohnst du mit, du wohnst... Genau, wir wohnen zusammen. Ja. Tja, Behördensachen hast du zu regeln. Oh ja. Naja, es gibt ja immer. Irgendwas, ne? Immer. Krankenkasse, Steuer... Bei Hotels gibt es ja auch immer diese Feuer, wie heißt das? Die Bettensteuer soll jetzt kommen. Nein, nicht die Bettensteuer. Brandschutz. Brandschutzschulung, absolut. Ja, also wenn die Betten erstmal brennen, dann brauchst du auch nicht. So, du selber gehst zum Arzt, das könnte auch Zahnarzt sein. War ich letztens, genau. Musst du noch mal hin? Ich muss noch mal zur Nachuntersuchung. Okay. Ja. Und diese junge Dame, die dich ganz nett findet, die trägt auch Berufskleidung. Das könnte ja dann bei dir im Haus sein, ne? Jo, dann gucken wir hier nochmal. Du fährst bald weg, weißt du das schon? Ich will den Urlaub planen, tatsächlich. Kannst du tatsächlich auch jetzt mal planen, das geht bald los. Und das ist auch sehr schön. Hast du so die Karten gemischt? Ich muss die mal alle umdrehen. Also, sag mal, hast du eine schöne Wohnung? Ich wohne in einem schönen Rhein-Mitte-Haus, ja. Zur Miete oder? Zur Miete, ja, genau. Ich bin neugierig, weil da ist auch eine ältere Dame irgendwo. Tatsächlich, ja. Und das Haus ist nicht ganz trocken. Das ist auch richtig. Ach, also da muss irgendwie so ein Gerät mal reingestellt werden. Ne? Also da ist, es könnte zum Wasserschaden kommen. Klär das bitte, bevor du in Urlaub fährst. Okay. Ne? Die ältere Dame, nicht dass die, aber die hat da ja nichts mit zu tun, die ist ja nebenan. Ne? Die ist nebenan. Aber? Nee, ich hoffe nicht, dass es jetzt durchtropft, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Rohre gerade verstopft sind. Aha. Ja, und nicht, dass es jetzt irgendwie... Du redest aber von der Wohnung und nicht vom Objekt. Nein, um Gottes Willen. So, von diesen schönen Karten 5 Stück verdeckt. Einzeln. Die war zuerst. Komm, wir wollen hier nicht mogeln. 1, 2, 3, 4. Nehme ich die nochmal. Du bleibst aber sowieso nicht in dem Haus. Also, du hast aber den nächsten Umbruch, der ist jetzt länger nicht. Sagen wir mal, wir haben jetzt... warte mal, Venus hatten wir zuletzt 19 plus 7 sind 26, aber dann spätestens bist du da weg. Aber gut, 3 Jahre. Ne? Finanziell brauchst du dir keine Sorgen machen. Die junge Dame ist hier schon wieder. Aber vielleicht hast du eigentlich eine Assistentin, so eine Assistentin der Geschäftsleitung, sowas? Nein, habe ich nicht und käme auch niemals in Frage. Ja. Wetten, dass du bald eine hast? Leute, ich wette jetzt, um was wetten wir? Eine Runde Frühstück für fünf Leute von A1. Wieso habe ich dir gerade die Hand zugestreckt, frage ich mich. Ja, so, du wirst eine, das ist vielleicht nicht direkt eine Stellvertreterin, aber das ist eine, die dich unterstützt. Du hast nur rote Karten, Erfolg, Geld, noch, ach, hier oben ist ja noch eine. Da ist noch eine rote. 7, 8, 9, ich weiß, wer uns demnächst einlädt. Und jetzt möchte ich gerne noch den Herzkönig und die Herzdame. Ich habe fromme Wünsche, ne? Das sind Telefonate, viele Telefonate. Ja, die habe ich. Und viele, viele kleine Reisen demnächst, auch Meeting und so, Kurzreisen, einen Tag irgendwo hin und so. Aber den Herzkönig, den brauche ich jetzt nochmal. Da muss ich mich um Malte kümmern. Neue Unternehmung.
Was würde denn der Herzkönig aussagen? Ja, dich selber. Oh Gott, oh Gott. Ach, vielleicht trifft das ja auch gar nicht auf mich. Doch, wahrscheinlich schon. Du hör mal auf, jetzt kommen die Blöden. Vorher waren okay, schöne. Dann höre ich jetzt also, pass auf. Vater, gutes Verhältnis? Ein sehr gutes Verhältnis, mhm. Ja. Ist der schon in Rente? Nein, ist er noch nicht. Wie alt ist denn der? Der ist ein paar Tage älter schon. Als du? Der ist ein paar Tage älter als ich. Also, der verreist auch, das weißt du schon, ne? Der würde gerne verreisen, sehr viel verreisen. Und kann er nicht? Doch, aber jetzt ist gerade der Beruf steht im Vordergrund. Genau. Gut, dann gibst du mir jetzt noch eine auf dich und eine auf deinen Vater. So, eine auf meinen Vater. Tut dir das Knie weh? Noch nicht. Noch nicht. Also dein Vater, der macht sich ein bisschen kaputt da, wo er arbeitet. Ne? Der muss nicht denken, dass ihm das gedankt wird. Der soll mal ein bisschen kürzer treten. Kannst ihm schönen Gruß von mir bestellen. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung, außer mit dem Wasserschaden. Das bitte vorm Urlaub regeln, sonst gibt es eine böse Überraschung. Gesundheitlich ist alles okay und Geldsorgen wirst du auch nicht haben. Vielen Dank. Sehr gerne. So, Malte, hallo. Malte? Ja, kann man mich hören? Ja, kannst du mich auch hören? Ja, super, hallo. Was möchtest du loswerden? Ja, ich habe eine Frage, die geht so um Karriere versus Liebe. Und zwar habe ich vor einiger Zeit eine richtig tolle Frau kennengelernt. Und die wohnt in Siegen. Und da habe ich jetzt auch vor, hinzuziehen. Habe jetzt auch schon hier meinen Job gekündigt. Und du bist aus Hannover? Ja, genau. Und Siegen ist da Sauerland ungefähr? Ja, genau, noch da drunter. Mhm. Ne? Was heißt da drunter? Ja, also eine halbe Stunde südlich davon noch. Okay. Ja. Und was, hast du Karten da? Leider nicht, nein. Okay, wann bist du geboren? 12.01.88. 12.01.1988, dann gehörst du zu 87, weil unser Kalender ja immer erst mit dem Sternzeichen wieder anfängt. 87 ist jetzt, du bist jetzt durch 7 teilbar. Wie alt bist du? 35. Ja, na, dann ist eigentlich schon mal klar, dass du den Schritt machst. Ja. Ohne Karten kann ich dir nichts präzise sagen. Aber Moment, die Quersumme noch. 4, 14, 22, 30. Du bist doppelt Jupiter, du hast den Umbruch deines Lebens jetzt. Das heißt, das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Schritt, den ich mache. Du, ob das der richtige Schritt ist, du musst es jetzt machen. Okay. Weil du wolltest jetzt eine Bestätigung. Ich kann dir sagen, mit 35 und mit 42 dann nochmal verändern 80% aller Menschen ihr Leben. Und du machst das jetzt auch. Und du hast doppelt Jupiter. Jupiter ist ganz gut, weil Jupiter-Leute haben so einen Stehaufmännchen-Aspekt. Die sind sehr flexibel. Also die sind nicht so festgelegt. Du kannst auch beruflich alles Mögliche machen. Es gibt ja Leute, die sind überwiegend für Büro geeignet oder Hoteldirektoren. Hotel. Gibt's immer ganz, ganz tolle so, Jobs. Ich bin ja eigentlich auch aus der Gastronomie, ich bin ja nicht als Kartenlegerin geboren, ne? Aber du hast mit Jupiter ganz viele Möglichkeiten und ich, gut, es geht ja immer irgendwie weiter, aber jetzt ist dieser Schritt meiner Meinung nach das, was du machen musst. Das gibt auf jeden Fall Mut. Und für die genau, Liebe. Und wir reden ja über, Sekunde, wir reden ja über Mut. Ne? Ja. Du hast gerade gesagt, das macht dir Mut. Und das ist ja auch Mut. Denn weißt du, das ist ja im Leben so. Machst du nichts, bleibst du stehen. Hast du eine Stagnation, passiert gar nichts. Machst du was, was nicht der richtige Schritt vielleicht ist, dann kommt ja der nächste Schritt, der vielleicht dann der super richtige ist. Also von daher musst du es machen. Ich habe noch eine Frage zu meiner Freundin, die ist am 20. April geboren. Könnte das Schwierigkeiten geben? Du musst mir das Jahr noch sagen. Ja? Das Jahr? 89. 20.04.1989. Die Sonne, kontaktfreudig, starke Ausstrahlung, sonniges Wesen. 6, 16, 25, 3. Sonne und Venus, ihr seid so verschieden, dass es eigentlich nicht so viele Reibungspunkte gibt. Sie kommt sehr gut an, sie hat eine Öffentlichkeit. Öffentlichkeits- und Popularitätsaspekt und mit Venus, so wie Immo, kreativ, sehr einfallsreich, sehr findet schöne, also sie ist so ein bisschen, nicht Luxus, aber sie hat einen guten Geschmack und so und ihr ergänzt euch ganz gut, ne? Aber den sie Eindruck ist so ein bisschen auch, rechthaberisch, ja. Weil sie viel selber kann. Oh ja, oh ja. Sie kann sehr viel selber und dann ist man automatisch ja auch immer so ein bisschen von sich überzeugt, ne? Das musst du einfach Punkt, so hinnehmen. Alles klar, Malte. Ja,
Super, alles Gute, Dank. Wir drücken die Daumen. Tschüss, Malte. Alles Gute. Schönen Abend noch euch beiden. Ja, tschüss. Dir auch. Danke. Tschüss. So. Einfach, ja. Das ist doch ganz gut. Ne? Einfach also mal den Mut haben. Du bist auch der Meinung, dass man auf keinen Fall stehen bleiben sollte. Ne? Nein. Also ich denke eben, dass es so ist, wenn man, viele sagen ja immer, ja, und ich habe mir das aufgebaut. Und ich, aber wenn man nicht glücklich ist und nicht zufrieden ist, ich meine, man hat nur das eine Leben, es geht sowieso alles sehr so schnell. Ich finde das, naja, aber ich kann ja nur von mir reden. Ich habe immer Veränderungen zugelassen. Ne? Selbst als ich Kartenlegerin wurde, habe ich gesagt, nur diese, Entschuldigung, Psycho-Geschichte, da habe ich dann mit den Events angefangen, dann habe ich die Bücher geschrieben, dann habe ich Radio lange Zeit immer Sendungen im Radio gehabt, Sternstunden und so weiter. Sonst wird es doch langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Absolut. Einfach mal aus seiner Komfortzone raus. Genau. Ne? Und seine Ängste vor allem auch mal überwinden. Richtig. Ne? Dann kann man ganz neue Wege gehen. Ja, das sehe ich auch so. Und mal nach New York irgendwie, ne? Absolut. Also einmal am Times Square stehen und dann hörst du nur Deutsche um dich herum, ne? Und dann denkst du auch, ja, was ist denn hier los? Aber ich finde, diese Stadt hat so eine Inspiration. Also wenn ich von dort zurückkomme, habe ich immer irgendwie einen neuen Plan. Ja, es gibt einen ganz anderen Raum zum Denken. Ja, ne? Ich meine, ich habe ja sowieso, habt ihr schon sicher vermisst, ne? mein Lieblingswort, ich habe ja immer meine To-Do-Liste. Ne? Und jetzt muss ich auch mal auf meine To-Do-Liste erstmal hier gucken. Also, die E-Mail, das haben wir geklärt, Anrufe haben wir gehabt, mit Immo haben wir gesprochen. Jetzt gibt es am Samstag noch eine Veranstaltung. Das ist Prinz Heinrich, der Bruder ist ja bekannter, Ernst August von Hannover. Ne? Und der Prinz Heinrich von Hannover, der Bruder, der ist ja Verleger in Göttingen im Übrigen. Ist ja auch nicht so weit von uns. Kennst du den auch? Ja, kenne ich. Ach, tatsächlich immer jemand, den ich kenne. Ach, das ist ja toll. Das ist ja, wenn wir was zusammen, so, ne? Und Heinrich ist Verleger und der macht so historische Bücher. Und da gibt es dieses Buch Napoleon und sein Clan. Und da wird am Samstag um 15.30 Uhr eine Veranstaltung sein in einem Möbelhaus. Und da werde ich auch Karten legen und wir werden uns alle kostümieren und ein bisschen so historische Vereine kommen da, also auch so ein bisschen Hannover bezogen, also nicht Napoleon, aber weil Welfen, ne? Prinz Ernst August und Heinrich, das sind ja hier die von Hannover heißen die ja, das braucht man ja mehr gar nicht zu sagen, ne? Wenn du den anrufst, sagt er ja auch Hannover. Ja, hier auch Hannover. So, und da könnt ihr gerne hinkommen und würde ich mich freuen. Das wollte ich jetzt noch an dieser Stelle sagen. So, dann könnt ihr noch anrufen. Wir haben noch ein gutes Viertelstündchen. Ist ja schnell vergangen, die Zeit. Die Zeit, ne? Geht sehr, sehr schnell. Ja, und wenn du erstmal mein Buch liest, ne, das habe ich extra so geschrieben für Leute, die wenig Zeit haben. Das sind ja immer nur so Kapitel. Guck mal, da ist zum Beispiel... Ich bin ja in Lüdenscheid geboren. Ne? Da ist ein bisschen von Lüdenscheid, ein bisschen was von Borkum. Und dann kommt natürlich ganz viel New York. Und dann die Zeit, als ich als pazifische Klofrau mit Servierkenntnissen auf dem Schiff gearbeitet habe. Ne? Das heißt eigentlich Stewardess, aber das finde ich, also wenn du nur die Offiziere bedienst und den Dampfer putzt, dann finde ich das ein bisschen hochgegriffen. Und ich war also erst, das habe ich aber auch schon mal erzählt, erst war ich atlantische Klofrau und dann bin ich befördert worden. Und guck mal, hier hinten steht dann auch, da kannst du dann auch, da steht das auch mit diesen Geburtskonstellationen, da kannst du jetzt von deinen ganzen Kollegen und von deinen Mitarbeitern, kannst du vorher gucken. Ob die das wollen, ob die das wollen. Ob die das wollen, nee, ja, das musst du denen doch nicht erzählen. Ne? Also, da kannst du zum Beispiel gucken, jetzt hier Nicole ist 74 geboren, die ist Mars, die passt zu unserem Team, die kann ich nehmen. Siehste? Das lege ich mir direkt auf den Schreibtisch. Ich habe einen Hoteldirektor auch aus Hessen, ne, Sabine ist ja auch aus Hessen, der fragt mich tatsächlich vorher. Ne? Hm. Ich meine, das darf man eigentlich nicht machen, aber gut. Ist ja, hört ja keiner weiter zu, sieht ja keiner zu. Ne? Also ich weiß, dass ganz viele zusehen und sicher auch neugierig sind. Aber ich würde gerne noch mal jemanden, ich hätte ja gerne noch mal jemanden in der Leitung. Also ruf doch bitte an unter 0511 36 70 170. Und ihr könnt natürlich auch an Herrn Modersohn mal eine Frage stellen. Ne? Ich meine, das muss jetzt nicht alles...
ich bin ja nächstes Mal, bin ich wieder alleine hier und dann könnt ihr mich wieder fragen. Aber heute habt ihr auch nochmal die Gelegenheit zum Thema Mut oder zum Thema Hotellerie, was da so abgeht, kann man ja auch nochmal fragen. Aber ich denke, wir haben gleich nochmal jemanden, da haben wir, ein großes Geheimnis hat da einer, aber ich glaube, der ist noch nicht in der Leitung. Oder ist er schon in der Leitung? Murat? Bitte, na, hallo. Hallo Murat, was hast du denn für ein großes Geheimnis? Ja, also erstmal glaube ich, ich bin der erste Türke, der in der Sendung anruft. Aber ich habe ja auch einen deutschen Pass, also gar kein Problem. Aber du redest ja auch völlig akzentfrei. Wenn du nicht, wenn du nicht Murat heißen würdest, würde ich das doch gar nicht merken. Ja, okay, wunderbar. Egal, also ich freue mich auf jeden Fall, in der Sendung zu sein. Ich möchte auf jeden Fall etwas loswerden. Ja, bitte. Und zwar, bei mir läuft im Leben gerade super. Mein Geburtstag ist 18.02.87. Nicht so schnell. 18.02.87. Genau, 18.02.87. Bei mir läuft super, aber ich habe ein Geheimnis und ich kann es niemandem erzählen und das macht mich fertig. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Willst du uns das jetzt erzählen? Nein, genau, das ist ja. Ich kann es niemandem erzählen. Und jetzt erzähle ich es doch nicht im Fernsehen. Also, bist du wirklich Türke? Ja. Okay, warte mal. Saturn habe ich als erstes. Jetzt muss ich die Quersumme nochmal. Ich bin übrigens auch Wassermann. 9, 11, 21, 29, 36. Mars und Saturn, du hast gerade ein ganz schlimmes Jahr hinter dir. Was heißt schlimm? Aber hektisch und stressig. Das ist gerade bis 21. März, da war Jahreswechsel astrologisch und eben in vielen Ländern ja auch noch. Das ist jetzt vorbei. Jetzt hast du ein Jahr schöpferische Pause. Also das wird ja in der heutigen Zeit jetzt nicht ein Jahr sein, wo du dich hinlegen kannst und ausruhen kannst. Aber erst am 21. März 24 im Marsjahr wirst du wieder richtig aktiv. Was machst du denn beruflich? Ich bin im Vertrieb. Ja, okay. Aber du bist mit Saturn eigentlich jemand, der sehr sozial ist, Mars und Saturn. Du bist sehr sozial, du bist eigentlich immer nur glücklich. Was heißt eigentlich? Du bist immer nur glücklich, wenn du anderen auch helfen kannst oder wenn deine Familie, wenn es denen auch gut geht, bist du nur glücklich. Das ist ein bisschen blöd, weil du auch, ich kenne das ja selber, was so tue nichts Gutes, erfährst du nichts Böses. Du bist immer dafür, andere auf den Weg zu bringen. Aber was erwartest du jetzt von mir, dass ich dein Geheimnis rauskriege oder was? Nein, also bei mir läuft halt eigentlich gerade super, so nach einer langen Phase, jetzt läuft es eigentlich wieder super, aber ich habe etwas, was mich zurückhält und ich weiß nicht, wie kann ich das kontrollieren. Ist das jetzt was Esoterisches oder? Nee, es ist einfach nur ein Geheimnis. Ein Geheimnis, also Geheimnisse, die heißen ja Geheimnis, warum heißen die eigentlich Geheimnis? Die sind geheim, aber irgendjemand muss man sie ja doch erzählen, sonst bleiben sie ja immer ein Geheimnis. Genau, und ich kann es halt, ich möchte es halt niemandem erzählen, weil es ein Geheimnis ist. Ja, aber Murat, was ist denn dein Anliegen jetzt hier in der Sendung? Dass wir jetzt raten, was das für ein Geheimnis ist? Nee, mein Anliegen ist einfach nur, bei mir läuft es im Leben gerade super und irgendwas hält mich zurück. Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach so weitermachen? Und also du hast ja das letzte Jahr, bis der 21. März ist ja mal gerade 3 Wochen her, bis dahin war ja sowieso Stress ein ganzes Jahr lang. Und jetzt hast du jetzt in diesem Jupiterjahr, das ist für dich völlig unspektakulär und du hast erst nächstes Jahr wieder Veränderungen. Und guck mal, du bist jetzt 36, das kommt ja genau hin, letztes Jahr warst du 35, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, da warst du durch 7 teilbar, da hast du den Stress gehabt, damit bist du jetzt durch und jetzt das Geheimnis hindert dich daran, irgendwie weiterzukommen, ist das richtig? Genau, das ist irgendwie so eine innere Blockade, die ich habe. Geht das dabei vielleicht darum, dass irgendwas mit Betrug, den du vielleicht nicht selber begangen hast, aber ein Betrug, von dem du weißt und wodurch du gebremst bist, weil du das keinem erzählen darfst oder willst und dass du deswegen meinst, du darfst es nicht erzählen und dich deswegen geblockt fühlst. Genau, weil ich fühle mich, als habe ich eine Person betrogen, die mir sehr wichtig ist im Leben. Du hast eine Person betrogen, die dir sehr wichtig ist und das weiß aber doch die Person, oder nicht? Nee, das weiß sie nicht. Also das heißt, du bist fremdgegangen?
Ein bisschen. Ein bisschen gibt's nicht. Also tut mir leid. Also ein bisschen, entweder du hast es gemacht oder du hast es nicht gemacht. Der Gedanke daran, ne? Der Gedanke daran, es jetzt nicht aktiv gemacht zu haben, aber der Wunsch und der Gedanke daran ist aus meiner Sicht schon der Betrug. Ja, der Wunsch war auf jeden Fall da und der Gedanke auch. Das ist also der Betrug. Und jetzt möchtest du nicht so weit, dann sag es doch einfach. Ich meine nicht uns jetzt, sondern der Person. Da hast du Angst, dass sie dann geht, oder was? Ja. Ach komm, das wird dir vielleicht wieder passieren und dann hast du das nächste Geheimnis. Ich meine, wenn dir das jetzt wieder passiert und wieder passiert und irgendwann kommt sie vielleicht dahinter, auch wenn es nur ein Teilbetrug war, irgendwie kriegt sie was mit oder sie guckt in dein Handy oder so. Das kannst du nicht machen. Du lässt es jetzt, wie es ist und machst dir keine Gedanken mehr und machst dein Ding und hakst es selber ab oder du sagst es. Es gibt nur diese Entscheidung. Es gibt keine dritte Variante. Also ich habe zwei Entscheidungen. Ich lasse entweder Gras überwachsen, vergesse es auch selber oder ich sage es dir. Ja, oder? Genau. Sprechen. Sprechen. Am Ende des Tages kommt eh immer alles raus und will man selbst mit diesen Gedanken leben und dauerhaft einschlafen, also das muss jeder mit sich selbst austingeln. Ja, Richtig, aber was, wenn jemand das so belastet wie Murat, dann gibt es eigentlich nur Farbe bekennen und wenn sie dann weg ist, dann ist sie eben weg. Dann hat's gut, eben gut, das genau, genau so eine ähnliche Entscheidung hatte ich schon mal im Leben und dann habe ich es in mich verschlungen, ich habe es niemandem gesagt. Und ich habe immer noch das Problem heute. Und deswegen werde ich dir auf jeden Fall sagen, dann habe ich Butter bei den Fischen. Murat, ich bin nicht besonders esoterisch, aber es ist eh alles Schicksal. Und wenn du das ist eben so. Es ist so gekommen, das ist eben dein Schicksal. Und jetzt ist es die Frage, hält das eure Liebe oder wie immer das, was immer da bei euch läuft, hält es das aus oder nicht? Aber wenn dich das so belastet, dass du hier sogar anrufst, dann würde ich mal sagen, schlaf noch mal eine Nacht drüber und dann los. Ja, ich werde auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen und vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank. Gerne, mach's gut. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. So, dann haben wir noch Jan, der ist 34 und hat eine ältere Frau kennengelernt. Ja, kommt drauf an, wie älter. Das ist ja heute nicht mehr so das Problem. Ne? Früher hatten ja die Männer immer ganz junge Frauen. Da sind wir nun Gott sei Dank raus. Ne? Ich hatte noch nie einen Freund, der älter war als ich. So, und was möchte der Jan denn? Hallo Jan. Hallo. Hallo, grüß dich. Wir sind zu zweit. Ja. Grüß euch. Moin, Immo. Hallo. So, erzähl mal, was hast du denn, also nicht, dass du denkst, ich lache jetzt vorher schon, ich weiß ja gar nicht was, es ist sicher ein Problem für dich und du rufst dich ja hier nicht an, um uns eine witzige Geschichte zu erzählen. Was ist passiert? Ich bin Jan, 34, komme aus Großburg-Wedel und das Thema ist ja Mut und ich habe mir gedacht, ich nehme meinen ganzen Mut in die Hand und rufe heute an. Um eigentlich ein wichtiges Thema, was alle beschäftigt. Ich möchte gerne wissen, ich habe eine Frau kennengelernt, die ist 42. Das ist doch heutzutage 42 und 34. Ich dachte, du kommst jetzt mit 68 rüber oder so. Gott, wo ist denn da jetzt das Problem? Ja, danke, dass Sie mir so die Angst nehmen und ich mit meinem Mut aufgebaut wird. Sag mal, wovor hast du Angst vor deinen Eltern? Nein. Ach, ich habe noch nie eine ältere Freundin. Bitte? Danke, dass Sie mir so die Angst nehmen dadurch. Anscheinend brauche ich ja keine Angst haben. Ja, wovor denn überhaupt? Dass sie vielleicht keine Kinder mehr will und du noch jung bist oder wovor? Das wäre zum Beispiel ein Punkt, ob das biologisch noch möglich wäre. Ich denke ja, ne? Also ja, ich bin kein Arzt, aber es gibt nee, ja sicher ich bin die auch kein Arzt, aber 42. Ausprobieren, oder? 42 ist heutzutage, glaube ich, kein Thema. Einfach mal ausprobieren. Liebt sie dich denn eigentlich? Ja, das ist mein. Ich weiß nicht, wie ich das. Ich,
ich würde das gerne beantwortet bekommen. Ja, aber das, du weißt du, das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du. Was hast du denn? Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wie lange kennt ihr euch? Seit Oktober letzten Jahres. Wohnt ihr schon zusammen? Nein. Seht ihr euch regelmäßig? Ja, jetzt ist auch mal einen Monat wenig Kontakt gewesen, dann wieder einen Monat mehr Kontakt. Also ist das so eine On-Off-Geschichte oder ist, seid ihr immer in Verbindung, wenigstens per WhatsApp oder so? Nee, wir sind immer in Verbindung. Okay, so und hat sie gesagt, du bist mir zu jung oder ich verstehe dein Problem ehrlich gesagt gar nicht so? Ja, vielleicht ist das Problem ja, dass ich mir zu sehr Gedanken darüber mache. Und so, jetzt sag mir noch, also pass mal auf. Ja. Du sagst mir jetzt nochmal schnell dein Geburtsdatum. 14.07.1988, Tag der Französischen Revolution. 14. was? 7. 14.07.1988. 88, das habe ich noch mitgekriegt. Das ist Mars, ja. Also nächstes Jahr auch Veränderungen. So 5, 12, 22, 30, 38, Mars und Sonne. Du hast jetzt im Moment ein ganz neutrales Jahr. Du brauchst dir gar nicht so einen Kopf machen. Lass es einfach jetzt mal auf dich zukommen. Dreh doch nicht so viel am Rad. Also ganz ehrlich, Jan, sag mir schnell Ihr Datum. Wie bitte? Das Datum von der Frau. 21.04. Ja. Sie ist 42, dementsprechend müsste das, ich bin 88. Also das sind 8 Jahre Unterschied, das müsste dann 80 sein, ne? 80, ja, genau. Ja, du, also die ist Jupiter, die hat dieses Jahr ein bisschen Stress, aber das ist, glaube ich, beruflich. 3, ja, das 7, stimmt. 17, 25. Ihr seid sehr verschieden, sie ist Mond und du bist Sonne, starke Anziehung, aber natürlich auch ein bisschen Streit. Ne? Die ideale Geschichte ist es nicht, aber ich glaube, ihr könnt euch noch ein bisschen zusammenraufen. Ne? Weil sie ist immer so ein bisschen unter Strom, bei ihr muss immer alles ziemlich schnell gehen. Ne? Ja, doch, doch. So, was hast du denn noch für eine Frage an die Hotelbranche? Ach so, ja, ich wollte jetzt umsatteln. Ich arbeite, ich sag mal, im sozialen Bereich und wollte jetzt in die Hotellerie und ich dachte, dass ich vielleicht mal ein paar heiße Tipps von dem Inno bekommen könnte, wie ich vielleicht in den Bereich kommen könnte. Also die Hotellerie sucht immer Menschen, die tolle Gastgeber sind und Gastgeberqualitäten mitbringen. Einfach mal probieren, auch gerne einfach mal ein Probearbeiten machen, wobei es rechtlich heißt Einfühlungsverhältnis. Einfach mal reinschnuppern und wir sind immer glücklich, Gastgeber für die Hotellerie begeistern zu können. Du hast meine E-Mail-Adresse silko@silvi-collin.de, also silko. @silvi mit Y natürlich auch, -collin.de. Da kannst du ja mir eine E-Mail schicken und dann kann ich dir die Kontaktdaten rausgeben. Fertig. Das ist mein Vorschlag. Okay. Aber zu deiner Konstellation zum Beispiel mit Saturn, du bist sehr sozial. Und wenn du jetzt im sozialen Bereich warst, warum willst du da nicht bleiben? Ja, das hat auch ein bisschen mit ihr zu tun. Ja, aber du darfst nicht vergessen, in der Hotellerie muss man meistens auch abends arbeiten oder Schicht, ne? Aber es ist ein sehr, sehr sozialer Beruf. Ja, kann mit man Menschen. So sagen. Mit, man hat Menschen betüdeln, ja. Deswegen, Jan, also einfach mal bewerben. Der Markt ist ja riesengroß. Und die Hotelbranche ist eine unfassbar tolle Branche. Ja, sehe ich auch so. Ja, das glaube ich sofort. Ja, ich sehe das auch so. Leider ist es so, dass viele das nicht mehr wollen. Abends arbeiten, am Wochenende arbeiten. Mir war sowas immer egal. Ich habe das ja früher auch gemacht. Aber es ist wirklich so, ich meine, sich auf der Arbeit wohlzufühlen. Von, sagen wir mal, 5 Tagen in der Woche, 4 Tage gerne irgendwo hinzugehen. Ich finde, das ist sehr bereichernd. Das ist viel wichtiger als und dann mal montags frei zu haben, wo man auch ein bisschen was erledigen kann. Das ist viel wichtiger, als wenn man jetzt mittags Feierabend hat, früh anfängt und ist unglücklich. Das bringt überhaupt nichts. Na? Ja. Also wir machen das so und das mit deiner Freundin, lass es doch bitte einfach auf dich zukommen. Normalerweise, ich setze mich so selber unter Druck. Ja, aber guck mal, Jan, normalerweise sage ich immer aus Spaß zu meinen Kundinnen, denken Sie doch mal wie ein Mann. Ne? Ich muss jetzt fragen, wie denn?
Gar nicht, ne? Ja, so sage ich immer, ne? Aber du denkst ja extrem viel.